Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Debatten der letzten Wochen, auch die des gestrigen Tages und auch das, was bei vielen Menschen hier im Saarland zu Hause diskutiert wird, ist sehr, sehr stark vom Hier und Jetzt geprägt. Von den alltäglichen Fragen, die vor allem mit der Corona-Krise zusammenhängen, mit der Frage, wie werden wir es halten mit Weihnachten und Silvester? Die Frage, welche Geschäfte sind wann, wie noch geöffnet? Und was heißt das für nächste, übernächste oder für die darauffolgende Woche? Auf all diese Fragen müssen wir Antworten geben, auch vor allem auf die der Wirtschaft, der Unternehmen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Besonderen durch die Corona-Krise betroffen sind. Aber, und das ist auch eine maßgebliche Aufgabe eines Doppelhaushaltes, man muss auf Fragen nicht nur auf das Hier und Jetzt, das Heute und das Morgen, sondern vor allem eben auch auf das Übermorgen geben. Und ich finde, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Doppelhaushalt, der gibt Antworten auf die Herausforderungen und die Fragen des Übermorgen, dass dieser Doppelhaushalt eine hervorragende Grundlage dafür ist, die Herausforderungen der Zukunft zu beantworten, Zukunft zu machen. Das ist das, was mich antreibt und vor allem damit auch die Bitte verbindet, diesen Doppelhaushalt mit zu verabschieden. Denn wir müssen ja stabil im Jetzt sein, aber wir müssen eben auch die Zukunft gestalten können. Und das geht auf der Grundlage dieses Doppelhaushalts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin sogar überzeugt, dass dieser Haushalt dafür eine Grundlage legt, wie sie noch selten gelegt worden ist. Ich bin jetzt seit 2012 Mitglied dieser Landesregierung. Und die ersten Jahre waren in den Haushaltsberatungen vor allem dadurch geprägt, dass wir hart miteinander darüber gestritten haben, was alles nicht mehr stattfindet, wo gespart wird, was wir uns verkneifen und wo Steigerungen eigentlich anstehen, den Kosten nach und weil man die Kosten an den Stellen nicht reduzieren kann, vielleicht den Leistungsumfang einschränken muss. Das war sozusagen das Beratungsumfeld vieler, vieler Jahre der Haushaltskonsolidierung. Nun hätte niemand von uns Corona gewünscht und gebraucht, um jetzt zu sagen, wir müssen aus dieser Krise auch etwas Gutes für die Zukunft zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wenn es so ist, dann ist es auch die Aufgabe, aus dieser Krise etwas Gutes für die Zukunft zu machen. Und auch das steht als Antwort in diesem Haushalt drin. Und neben dem, was dort an Zahlen für jedermann nachlesbar ist, steht da auch zwischen den Zahlen ein Text. Und dieser Text ist geprägt von jetzt erst recht. Dieser Text ist geprägt von wir krempeln die Ärmel hoch, denn wenn wir es nicht machen, wird es niemand in diesem Land für Saarländerinnen und Saarländer tun und auch keiner von außen wird es tun, wenn wir nicht dafür kämpfen und einschreiten werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, entgegen dem, was der ein oder andere von diesem Rednerpult an Bild hat versucht zu zeichnen, steht auch zwischen den Zahlen im Text drin, dass das hier ein Signal von Zukunft und von Zuversicht ist für dieses Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nichts ist notwendiger in diesen Tagen und nichts ist gerechtfertigter, wenn man in diesen Haushalt blickt, als Zuversicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Keiner Saarländerin, keinem Saarländer in diesem Land ist geholfen, wenn man von hier aus destruktive Weltuntergangsszenarien zeichnet und am Ende der Rede sagt, ich hätte noch so viel gewusst, wie es besser geht, aber ich habe keine Redezeit mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist nicht das, was von hier geleistet werden soll und deshalb machen wir das auch anders. Ein Haushalt voller guter Gründe für Zuversicht. Wissend natürlich, dass damit noch nicht alles erreicht ist. Aber wissend, dass damit ganz viel möglich ist. Und das ist das Entscheidende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jeder Aufbruch in eine neue Zukunft, auch für dieses Land, geht natürlich mit einer richtigen Analyse des Ist-Zustandes einher. Dort, wo man steht, welche Herausforderungen man hat und was die Zukunft für einen bringt und was das jeweils auch für die Menschen in dem Land bedeutet. Und dazu ist in der Tat gestern auch in der Generaldebatte schon sehr viel Richtiges gesagt worden. Und
Da war gar nicht viel Schönfärberei dabei, sondern das war geprägt von einer großen Portion Realismus. Und das ist auch richtig und das ist auch notwendig an dieser Stelle. Schönfärberei hilft uns nicht weiter, aber Defätismus ist auch nicht geboten an dieser Stelle. Und wir stecken ja nicht nur in der Corona-Krise drin, das ist auch schon zu Recht anerkannt worden, sondern wir stecken auch in einer Strukturkrise drin. So kann man das beschreiben. Aber da müssen wir raus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dieser Strukturwandel und alle Aufgaben, die damit einhergehen, die stecken uns ja nicht erst in den Knochen seit Corona, sondern das hat sich schon vorher nicht nur abgezeichnet, sondern auch an der einen oder anderen Stelle schon sehr deutlich gemacht. Dieselkrise, Brexit, Trump mit seiner Handelspolitik, aber auch das, was wir an Vorgaben haben zur Einhaltung dessen, was wir an Klimaschutz betreiben wollen, alles das ist für uns die Herausforderung und Beschreibung der Aufgaben der Zukunft. Nun kann man darauf, nach meiner Einschätzung, auf zweierlei Arten reagieren. Die erste Möglichkeit wäre gegen alles wettern. Die zweite Möglichkeit wäre, in die Hände zu spucken und loszulegen. Ich halte sehr viel mehr von der zweiten Möglichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht Mauern bauen, sondern Segel setzen, das ist das Motto der Stunde. Und dafür haben wir mit diesem Haushalt eine gute Grundlage gelegt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will auch neben den Zahlen sagen, was ich glaube, was in diesem Haushalt drinsteht, in diesem Einzelplan drinsteht. Denn er ist im Grunde genommen auch der Masterplan für Zukunft für dieses Land, der Einzelplan 08. Dort steht nämlich auch drin, dass Strukturwandel nichts ist, was einfach über einen kommt, dass man über sich ergehen lassen oder erdulden oder erleiden muss, sondern dass Strukturwandel eine Gestaltungsaufgabe für Politik, Wirtschaft, Kammern, Verbände, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Unternehmerinnen und Unternehmer gleichermaßen ist. Eine Gestaltungsaufgabe und wenn man sie annimmt, auch eine Gestaltungsmöglichkeit und eine Gestaltungschance für dieses Land in eine gute Zukunft auch hineinzugehen. Auch das ist wichtig, dass man diese Erkenntnis hat. Denn sonst können wir hier die Bücher zuklappen, auch den Haushalt zuklappen, nach Hause gehen und vielleicht in der Annahme unterwegs sein, dass das eine der letzten Haushaltsberatungen für dieses Land gewesen ist. Das will niemand, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen es als Chance zum Aufbruch nutzen und das ist gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Strukturwandel bedeutet für mich auch der Definition nach Kontinuität dort, wo möglich, aber eben auch Neuanfang dort, wo nötig. Das ist eine Definition von Strukturwandel. Kontinuität dort, wo es geht und Brüche vermeiden und damit auch Sicherheit im Wandel zu geben, aber gleichzeitig nicht zu beharren dort, wo sich alles ändert. Und deshalb auch dem Wandel eine Chance zu geben und Neuanfänge zu ermöglichen. Und deshalb gefallen mir auch die Reden nicht, die AfD-Vertreter von dieser Stelle aus halten. Denn sie tun so, als könnten wir die Geschicke der Welt aufhalten. Und als müssten wir uns ihnen einfach nur genug entgegenstemmen. Und dann würde es allen Industriearbeitern in diesem Land unfassbar lange gut gehen. Und nur wir würden es nicht machen, weil wir sie im Stich lassen. Dieses Bild ist grundfalsch. Und es ist gefährlich für alle, für die wir Politik machen in diesem Land. Denn sich diesem Wandel nicht zu stellen und ihn versuchen gestalten zu wollen, wäre geradezu ein Verrat an denjenigen, wo Sie glauben, für Sie sprechen zu können. Sie sind der falsche Fürsprecher. Sie bringen die Leute an dieser Stelle ins Verderben. Wir versuchen, die Aufgabe anzunehmen und sie zu gestalten. Das ist Verantwortung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es ist gut, dass viele, offensichtlich zwar nicht alle, aber doch viele in diesem Land das erkannt haben. Die Strukturwandelinitiative ist ein Ort, an dem man zusammenkommt, um das miteinander zu diskutieren. Zu überlegen, was muss getan werden und was kann wer an welcher Stelle für einen Beitrag zum großen Gelingen auch leisten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, am Anfang dieses Prozesses sollte, wie ich finde, zumindest mal auch die selbstbewusste Aussage stehen.
Und die Geschichte bestätigt uns ja das auch, dass das nicht nur das Pfeifen im Walde wäre. Wir können Strukturwandel in diesem Land. Und warum sollten wir nicht daran glauben können, dass es auch diesmal eine Erfolgsgeschichte werden kann für dieses Land? Das ist doch die Ausgangsposition und mit mehreren Zielen auch versehen. Der Erhalt der Schlüsselindustrien ist eines der größten Ziele in diesem Land. Nicht vielleicht genauso, wie wir sie jetzt haben. Sogar ganz sicher nicht genauso, wie wir sie jetzt haben. Aber eben als Erhalt der Schlüsselindustrie. Automobil, Stahl, Maschinenbau wird immer gar nicht mitgenannt, weil sie so mitlaufen, aber auch ein wesentlicher Bestandteil der wirtschaftlichen Wertschöpfung in unserem Land. Durch Neuausrichtung auch der Produkte, aber eben auch durch Weiterentwicklung der Produktionsverfahren und damit auch Stabilisierung von Wettbewerbsfähigkeit. Aber eben auch daneben das breitere Aufstellen der saarländischen Wirtschaft. Neben diesen Schlüsselindustrien. Seit ich zumindest Politik in diesem Land verfolge und dann irgendwann auch mal versucht habe mitzugestalten, höre ich immer, wir sind zu sehr abhängig von. Vom Bergbau, dann ist er weggefallen. Dann haben wir andere Branchen weiter nach oben gebracht. Jetzt sagen wir, sind zu sehr abhängig von Stahl und Automobil. Die Zahlen belegen das ja auch. Wenn man sieht, wie hoch der Anteil der Automobilwirtschaft im weiteren Sinne ist für das Bruttosozialprodukt in diesem Land, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man tatsächlich versuchen muss, sich breiter aufzustellen. Und deshalb ist das das zweite große Ziel neben dem Erhalt der Schlüsselindustrien, daneben weitere Branchen stark und groß in diesem Land auch zu machen, um eben nicht mehr so krisenanfällig zu sein, wenn im wesentlichen Bereich einer Industrie und einer Wirtschaftsbranche eben Veränderungen auch anstehen. IT, IT-Sicherheit, künstliche Intelligenz, die Gesundheitswirtschaft im weiteren Sinne, sage ich es mal, an dieser Stelle. Und deshalb ist es gut, dass wir die im Detail uns angucken und gucken, wo liegen denn unsere spezifischen saarländischen Chancen, um das auch weiter zu entwickeln. Und zu sagen, wir können das, ist natürlich das eine. Aber zu sagen, wie schaffen wir das, das ist das andere. Und darauf liegen eben ganz, ganz viele Antworten in diesem Einzelplan, wie das funktionieren kann, wie das auch gehen kann. Dafür gibt es eine Idee. Wir arbeiten nun wirklich seit Monaten und seit Jahren auch an dieser Idee, wie das funktionieren kann bei uns im Haus. Und eine der wesentlichen Antworten darauf lautet Investition. Investition im umfassendsten Sinne. Deshalb ist es richtig, dass wir vom Jahrzehnt der Investitionen auch gesprochen haben zu Beginn dieser Legislaturperiode. Und das, was wir uns vorgestellt haben, zum Beginn der Legislaturperiode noch Weiterungen bekommen hat, die wir uns vielleicht damals haben gar nicht vorstellen können, als wir den Koalitionsvertrag miteinander aufgeschrieben haben. Aber auch wichtig und notwendig sind. Und ein paar, die ich für wichtig und notwendig halte und von denen ich glaube, dass es vorangeht, will ich zumindest noch mal in diesem Zusammenhang auch nennen. Wirtschaft braucht Platz. Das haben wir gerade beim Beispiel von industrieller Ansiedlung und von Produktion gesehen bei S-Volt. Insofern ist es richtig, dass dieser Haushalt sagt, wir investieren in die größte Industriegebietsflächenerschließung im Südwesten dieses Landes mit 65 Millionen Euro, Stichwort Masterplan Industrieflächen 2.0. Das ist eine der großen Leitinvestitionen, die wir auf den Weg bringen werden. Und da werden eine ganze Reihe von Flächen dabei sein in diesem Land. Und wir werden dazu auch eine ganze Reihe von Debatten zu führen haben. Schon in der jetzigen Debatte um die Ansiedlung von S-Volt gibt es ja interessante Rückmeldungen. Auch die Frage, ob andere näher gelegene Flächen zum Zuge kommen oder nicht, werden zu Beginn des Jahres auch zu debattieren sein. St. Louis hat sich entschieden, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Zusammenhang zu beteiligen. Ich kann nur dafür werben, dass wir das, was wir hier auf den Weg gebracht haben mit S-Volt, nicht gleich am nächsten Ende schon wieder abwürgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich kann auch nur an das Verantwortungsbewusstsein von allen appellieren,
Denn eines will ich auch sagen, auch wenn das vielleicht nicht jedem in Saarlouis gefällt. Das Motto, schöner wohnen für mich statt Arbeitsplätze für andere, das kann nicht das sein, was dieses Land nach vorne bringt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb müssen wir es auch möglich machen, dass wir weitere Unternehmen in diesem Land ansiedeln. Und dafür müssen alle werben. Und da kann man nicht montags so und dienstags so reden in diesem Land. Wir haben eine weitere Leitinvestition. Messe- und Kongresswesen. 100 Millionen Euro. Der Alex Funk weiß, wie die Dinge damals zustande gekommen sind. Ein wirklich großes Projekt für dieses Land. Und nicht nur mehr in dem Stadium von irgendeiner Projektskizze, sondern von wir machen das. In diesem Haushalt gegenfinanziert mit den Geldern, die die Stadt zur Verfügung hat. 100 Millionen Euro, die in das Messe- und Kongresswesen in diesem Land investiert werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist das Gegenteil von Weltuntergangsstimmung. Das ist Zukunft, und zwar in Zahlen und anschließend auch in Gebäuden ausgedrückt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der CISPA Innovation Campus mit 20 Millionen Euro und auch als Ausdruck dafür, was wir uns vorstellen. Denn das Investieren in Forschung, die Reputation, die das Saarland, die die Hochschulen, die die Forschungsinstitute, Aninstitute allesamt miteinander auch für diesen Standort mit einbringen können, ist gut und wichtig. Und es ist eine Grundlage. Aber es muss auch weiterentwickelt werden. Denn aus den Forschungsmillionen müssen Arbeitsplätze für Saarländerinnen und Saarländer werden. Und das müssen wir ermöglichen, dass das stattfinden kann. Und dafür braucht es Vernetzung, dafür braucht es Förderung, dafür braucht es Unterstützung und dafür braucht es auch wieder Räume. Und das schaffen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das ist gemachte Zukunft und nicht Weltuntergangsstimmung in diesem Land. Gleiches gilt im Übrigen auch für das HIPS. Wenn man sich da noch mal die Zahlen nimmt, und ich bin ja, Herr Flaccus, sehr dankbar auch dafür. Und ich fände es jetzt auch nicht ganz unklug, an der Stelle auch einfach mal zu gucken, wo man die besseren Anknüpfungspunkte hat. Das mit der Medizintechnik finde ich ja auch spannend. Aber man muss ja immer mal gucken, wo habe ich denn Anknüpfungspunkte, wo kann ich denn etwas aufsatteln, wo kann ich denn etwas weiterentwickeln. Und das HIPS mit dem, was dort läuft, das ist ein unfassbar guter Anknüpfungspunkt. Nur weil die vielleicht noch nicht genauso oft in der Zeitung gestanden haben wie das CISPA mittlerweile, sind die nicht im geringsten weniger wertzuschätzen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein weiteres dickes, fettes Standbein, was wir an dieser Stelle haben. Deshalb ist es gut, dass es uns gelungen ist, den Bund noch ein bisschen zu überzeugen, es genauso gut zu finden und 47 Millionen dafür locker zu machen. Da kann man was draus machen und wir wollen was draus machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Investieren in den Tourismus und natürlich auch dort in die Leuchttürme, Weltkulturerbe Gevölklinger Hütte, zusätzliche rund 20 Millionen Euro. Was kämpfen wir immer darum, um 100.000er Packs zu haben für ein Objekt, ein touristisches Objekt, das uns ein Vielfaches davon jeweils immer in der Lage ist einzuspielen. Insofern ist das ein furchtbar wichtiger Hebel, dass es uns auch an dieser Stelle gelungen ist, die Finanzierung auch hinzubekommen. Denn das ist einer unserer ganz großen Säulen, auch für den saarländischen Tourismus. Neben Gott sei Dank ganz, ganz vielen privaten Investitionen. Im Übrigen finde ich es deshalb auch der Tourismus als eine weitere Branche ein sehr, sehr gelungenes Beispiel, wo man immer wieder auch deutlich machen muss, es geht nicht nur um die öffentliche Investition. Sie muss es auch geben, sie muss es initial bisweilen geben, sie muss es auch unterstützend geben. Aber es ist auch möglich, ganz viel privates Invest zu ermöglichen. Im Tourismus findet das ständig statt. Die Anzahl der neuen, besten Hotels, die auch mit dazugekommen sind, die Renovierung von bestehenden etc., das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie mit öffentlichen Investitionen tatsächlich Private auch angereizt werden. Also geradezu ein Idealfall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will mal noch einen weiteren Bereich der Investitionen in diesem Land nennen, der jetzt nicht im 08 steht, aber für den 08, wenn man so will, als Symbol für die Wirtschaft unfassbar wichtig ist. Das sind nämlich die ganzen Millionen, die wir in die digitale Bildung stecken. Digitale Bildung in unseren Schulen.
Wir stecken sie natürlich nicht nur in die Geräte, sondern wir stecken sie vor allem in die Köpfe unserer Kinder in diesem Land. Wenn man das alles zusammenrechnet, sind das über 120 Millionen Euro, die es uns ermöglichen, in ein völlig neues Zeitalter der digitalen Bildung auch überzugleiten. Auf die Schnelle. Niemand von uns hätte damals gedacht, als wir diesen Koalitionsvertrag unterschrieben haben, dass wir einen dreistelligen Millionenbetrag zur Verfügung haben werden, um das Thema digitale Bildung voranzubringen, um Schulbuchausleihe 2.0 auf den Weg zu bringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist auch eine wesentliche Leitinvestition in dieses Land. Und das ist eine Grundlage dafür, dass wir auch dafür reden können, dass IT-Standort Saarland nicht nur etwas ist, was an der Universität erst anfängt, sondern etwas ist, was von unten auch aufwächst und dafür eine gute Grundlage hat. Und deshalb bin ich froh, dass uns das gelungen ist, denn das ist eine wirkliche Zukunftsinvestition. Die Investitionen im Verkehrsbereich auch mittlerweile in einer Höhe, wo man sagen kann, das kann wirklich uns einen Schub nach vorne geben. Komme ich nachher noch mal auch darauf zu sprechen, gerne auch mit den Nachfragen, die der Kollege Flaccus auch dazu gestellt hat. Aber wenn ich vom Verbreitern rede, dann bin ich insofern den Fraktionen sehr, sehr dankbar, dass das Thema Starterhaus so prominent an dieser Stelle platziert ist. Die Kolleginnen und Kollegen haben es erwähnt, Hans-Peter Kurz, die Kollegin Gillen ist noch mal darauf eingegangen. Dort geht es um eine Zukunftsagentur des Gründens, und zwar zusätzlich zu denen, die wir schon an den Hochschulen auch haben. Denn eines müssen wir auch wissen. Nicht alle wollen an die Hochschule gehen, um von dort aus ihre Gründung zu starten, sondern es gibt auch eine Reihe von anderen, die gründungswillig sind, denen wir einen Ort der Vernetzung auch geben müssen, einen Ort der Beratung geben müssen. Und deshalb ist es gut, dass diese Zukunftsagentur unterstützt wird, dass sie auf den Weg gebracht wird und damit dann wirklich aus Interessierten Gründerinnen und Gründer werden und am Ende eben damit auch erfolgreiche Saarunternehmerinnen und Saarunternehmer. Und einen letzten Punkt will ich ansprechen, wenn es um den Bereich Investitionen geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn das, was wir im Landeshaushalt machen, ist das eine. Aber wenn gestern über die Investitionsschwäche der öffentlichen Hand hier im Haus gesprochen worden ist, dann heißt das immer auch, die Investitionsschwäche der Kommunen mit zu betrachten. Und das ist nicht ganz unerheblich, weil wir haben jetzt einiges noch mal draufgepackt. Ich glaube allerdings, dass Haushaltsberatungen in kommunalen Parlamenten nicht ganz so davon geprägt sind, dass überall noch draufgepackt werden kann im Moment. Und deshalb ist das eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft, wenn wir da nicht nur auf einem Bein stehen wollen in diesem Land, dafür zu sorgen, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, auch in diesem Land als Investor wieder aufzutreten, als Investor in Infrastruktur, die ganz maßgeblich die Lebenswelt aller Saarländerinnen und Saarländer eben auch prägen wird. Und deshalb bleibt die zentrale Forderung, dass das Thema Altschulden auch vom Bund gelöst werden muss. Ich glaube, als Land haben wir hier wirklich eine große, große Aufgabe gelöst, nicht ganz abschließend, aber gelöst, soweit wir unseren Beitrag dazu leisten konnten, mit dem Kommunalpakt, der seinen Bestand hat, auch in einer Corona-Krise und deshalb nicht die Kommunen wieder zurückwirft auf den Zustand davor, sondern das, was wir bis dahin erreicht haben, damit auch erhalten kann. Aber es muss eben auch das dazu, was der Bund dazu zu geben hat. Und deshalb bleibt die zentrale Forderung, es braucht eine Altschuldenlösung für die Kommunen. Es muss quasi eine Stunde Null auch für die saarländischen Kommunen erkämpft werden. Und da muss, wenn nicht durch diese Bundesregierung, dann durch die nächste Bundesregierung geliefert werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will einen zweiten Aspekt hinzufügen, weil das war so zu Beginn des Jahres ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema. Denn ich glaube, es muss auch einen Politikwechsel geben. Denn allein nur das Geben von Geld ist ja offensichtlich nur die Hälfte der Miete, wenn man sich noch mal anguckt, was das bedeutet mit Blick auf Kofinanzierungsanteile. Zu sagen, wir geben dir, wenn du auch gibst, aber derjenige, der geben soll, hat nichts in der Tasche, ist keine wirkliche Hilfe. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, glaube ich, braucht es auch an dieser Stelle, auch bei dem, was der Bund gibt, auch bei dem, was wir geben, ein Umdenken. Denn es nützt nichts, die tollsten Förderprogramme auszurufen,
wenn sie am Ende nur dazu führen, dass die Schere zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Regionen, / Kommunen, nur weiter auseinandergeht. Und einige von diesen Töpfen überhaupt nichts abrufen können, weil ihnen schlicht die Möglichkeiten zur Kofinanzierung fehlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb finde ich, dass Förderprogramme, für die Kommunen einen Eigenanteil aufbringen müssen, verschärft zur Spaltung in einigen Regionen beitragen und dafür deshalb ein anderer Modus gefunden werden muss, als wir ihn jetzt haben. Wir haben es ein bisschen schon aufgegriffen bei der Erschließung von Gewerbegebieten und in der Tourismusförderung. Aber das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass wir am Ende Förderprogramme machen, bei denen wir immer regelmäßig 95% dessen, was ausgegeben werden soll, auch übernehmen. Aber wir können auch nicht weiter zugucken, wie gut gemeinte Programme auch des Bundes nicht den Kommunen überall helfen, sondern nur an einigen Stellen in Deutschland helfen. Das kann zumindest keine saarländische Sicht auf die Dinge sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will neben dem Stichwort der Investitionen das zweite wichtige Stichwort benennen, nämlich wenn man Strukturwandel hinbekommen will, dann muss man auch etwas machen. Und zwar machen auch neben dem Investieren. Das heißt also, man braucht Instrumente. Zwei sehr prominente und zwei neue Instrumente sind ja eben schon genannt worden. Das ist das Thema Eigenkapitalgesellschaft und Transformationsmanagementgesellschaft. Wir sind damit schon vor Corona gestartet, im Aufsetzen, haben das soweit operationalisiert in kürzester Zeit. Der Haushaltsgesetzgeber wird hoffentlich heute Abend auch die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Also meine Stimme ist zumindest schon mal sicher, denn ich weiß Gutes damit anzufangen. Ich will aber nur noch mal auch sagen, weil das ist, glaube ich, auch, wenn ich jetzt eben mal versucht immer zu erklären, was eigentlich die Zahlen auch in einer Lesart bedeuten können, etwas, was einer auch Lesart bedarf. Denn das ist Ausdruck auch eines Verständnisses von Wirtschaftspolitik. Wir haben jetzt, bevor die Strukturwandel sich abgezeichnet hat, es mit nahezu 10 Jahren quasi ja, des Wirtschaftswachstums zu tun gehabt, wo diejenigen, die vor allem der Auffassung waren, man muss das alles nur laufen lassen, dann wird es schon gut, natürlich ein Argument bekommen haben. Aber in Zeiten, in denen der Wandel ansteht, in denen es darum geht, dafür zu sorgen, dass nicht allzu viele, am besten nur ganz wenige und auch die nicht mit aller Härte auf der Strecke bleiben. In solchen Zeiten gilt der Grundsatz, der Markt wird das schon richten und die Politik hat sich dabei rauszuhalten. In solchen Zeiten gilt dieser Grundsatz nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da geht es um aktive Wirtschafts- und auch aktive Strukturpolitik. Und dann muss man auch als Politik, an die ja auch massive Ansprüche gestellt wird von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von den Unternehmen, dann muss man sich dazu aber auch Instrumente schaffen, an die man glaubt, dass man diesen Anforderungen, denen man ausgesetzt wird, auch gerecht werden kann. Und kann dann nicht sagen, naja, wir können da jetzt auch nichts machen. Und deshalb ist das nach meiner festen Überzeugung sehr, sehr richtig, dass wir diese Instrumente geschaffen haben. Wir werden womöglich noch viel mehr auf der Strecke brauchen. Das wird sich zeigen, wo dort noch weitere Bedarfe auch sind. Und es entspricht vielleicht nicht dem Zeitgeist, auch nicht von jedem Journalisten, auch nicht von solchen, die ich besonders schätze. Und wenn dann getitelt wird, dass beide Instrumente, das eine unnötig und das andere zu riskant sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann finde ich, das Begleiten von Menschen von dem einen Arbeitsplatz, bei dem sie gerade in ihrer Existenz bedroht sind, hin zu einem anderen Arbeitsplatz, wo gerade händeringend Fachkräfte gesucht werden, keine unnötige Aktion des Staates, sondern geradezu für notwendig und für kluge Politik. Und deshalb bin ich froh, dass wir dieses Instrument haben. Das Zweite, es ist zu riskant. Das mag vielleicht lapidar klingen, aber wenn ich in den letzten Monaten, vielleicht sogar auch Jahren, nur das gemacht hätte, was nicht riskant war, dann wäre einiges nicht gelaufen. Dann hätten wir Netschröpf nicht auf der Liste gehabt und Weizel und andere, wo wir ins Risiko gegangen sind. Auch an der Stelle finde ich auch, das, was wir anderen abverlangen, an Risiko zu nehmen,
Mindestens das müssen wir als Staat auch bereit sein zu nehmen. Deshalb weder unnötig noch unnötig riskant, sondern ich finde genau richtig und eine Antwort auf die Herausforderungen dieser Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben weitere Instrumente, sie sind schon in der Debatte genannt worden, Rückholagentur. Ich mache das einfach nur, um das Bild noch abzurunden und nicht unnötig zu wiederholen. Die Gründungs- und Wachstumsfinanzierung zusammen, aber auch mit den verlorenen Zuschüssen, die wir geben, einfach mal ein Preisschild dran zu hängen, rund 50 Millionen Euro, damit dann auch wirklich aus Mitteln Träume, Hallen, Geschäfte und am Ende eben auch Jobs entstehen können. Alles das ist gut angelegtes Geld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Qualifizierung mit 5 Millionen Euro noch einmal aufgestockt, denn auch das ist wichtig. Neue Aufgaben bedürfen auch der neuen Qualifizierung und niemand darf überfordert sein. Und wir dürfen nicht zulassen, dass auf der einen Seite Fachkräfte gesucht werden und auf der anderen es welche gibt, wo es nur noch nicht genau passt und wir einiges dazu führen könnten, dass es passend gemacht werden kann. Zum Thema Frauen in Arbeit und Wanderarbeit, da finde ich, haben die Kollegen Roth und Speicher es sehr zutreffend noch einmal geschildert. Ich will dem auch nur einen Obersatz auch geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn ja, es geht immer viel um Zahlen, gerade in einer Haushaltsberatung. Aber bei Arbeitsplätzen geht es eben nicht immer nur um Zahlen, sondern da geht es um Respekt, Würde und den Wert von Arbeit. Und einige, trotz geschaffener Arbeitsplätze, können nicht für sich in Anspruch nehmen, dass ihnen genug Respekt, genug Würde und genug Wertschätzung entgegengebracht wird. Und dort, wo wir als Staat die Verpflichtung haben, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsbedingungen dementsprechend sind, dort kommen wir dem auch nach. Und das ist das Mindeste, dass man eine solche Beratungsstelle finanziert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will kurz auf die Schlüsselindustrie noch einmal kurz zu sprechen kommen. Das Thema Stahl ist eben auch angesprochen worden. Und ja, ich bin auch der Auffassung, dass es gar nicht mehr entscheidend nur die Frage sein wird, ist genug Geld da, um die Investitionen zu tätigen. Vielmehr wird entscheidend sein, ob das, was als Technologie momentan erdacht, tatsächlich auch in der praktischen Umsetzung schon funktioniert. Stichwort auch grüner Stahl. Oder was ist die Zwischenlösung und wie bekommen wir sie auch hin? Ich sage noch mal an der Stelle, ich habe es schon mehrfach an dieser Stelle auch gesagt, das Thema Gaskraftwerk, auch im Ersatz der abgeschalteten Kohlekraftwerke, ist insofern zwar ein technisches, aber ein nicht ganz unwesentliches Thema für dieses Land. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass neben den technologischen Rahmenbedingungen vor allem auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entscheidend sein werden dafür, ob ein Unternehmen sich entscheidet, diesen Weg der Dekarbonisierung auch gerade in der Stahlindustrie auch mitzugehen. Und da ist Handlungsbedarf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Handlungskonzept Stahl heißt noch nicht, dass man auch handelt, offensichtlich. Das Handlungskonzept ist gut, aber es muss auch gehandelt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da glaube ich, ist eines notwendiger denn je. Eine deutsche industriepolitische Position in Europa. Eine abgestimmte deutsche industriepolitische Position in Europa. Nur so werden wir überhaupt einen Ansatzpunkt finden, um all die Fragen des Handels, um aber auch Fragen des Beihilferechts so ausgestalten zu können, dass die Dekarbonisierung in der Stahlindustrie überhaupt ein gangbarer Weg für die Unternehmen ist in diesem Land. Und ich muss ehrlich sagen, da ist bislang zu wenig geschehen. Auch gerade ob der Tatsache, dass wir den Ratsvorsitz hier in Deutschland, in der Europäischen Union auch haben. Der geht bis Ende des Jahres. Lang ist das Jahr nicht. Mir scheint es eine vertane Chance zu werden. Das dürfen wir nicht zulassen, gerade aus saarländischer Sicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will insofern auch sagen, weißt du, dass die Kommission auch zum Frühjahr hin daran arbeitet, mal ihre Vorstellungen davon zu entwickeln, wie der Green Deal nicht nur mit Zielen ausgefüllt wird, sondern vielleicht wie auch begleitende Maßnahmen ausgestaltet werden können. Ich hoffe, dass das ausreichend ist, was man dazu an Ideen in der Kommission entwickelt. Denn meine sehr verehrten Damen und Herren, der Green Deal, über den ja alle reden, der muss ein Social Green Deal sein, denn sonst taugt er nicht für dieses Land. Und das ist die Aufgabe, die es zu erfüllen gilt. Wir haben dazu in unserem Land eine Reihe von Ansätzen entwickelt. Das Thema Wasserstoffstrategie ist dabei
ein ganz wesentliches, das Hydro Hub in Fenne mit allen Bemühungen, die da dranhängen, mit allen Möglichkeiten, im Übrigen auch grenzüberschreitend etwas zu machen. Aber auch wichtige Investitionsentscheidungen in den Unternehmen, die brauche ich nicht zu wiederholen, gestern angesprochen von Bosch, aber natürlich eben auch noch eine Reihe von Entscheidungen, die ausstehen. Und das gilt ganz sicherlich für den Standort in Saint Louis bei Ford. Dort gibt es Entscheidungen für Köln. Das mag sicherlich auch erklärbar sein, dass die jetzt für Köln getroffen worden sind, so wie eben die Produktionszyklen auch sind. Ist Köln auch nächst einmal dran. Trotzdem muss man schlicht und ergreifend feststellen, das Nicht-Entscheiden dauert schon quälend lang, nicht nur für uns, sondern erst recht für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deshalb wäre es gut, wenn das Unternehmen eine klare Botschaft sendet. Und aus unserer Sicht kann es nur eine sein, nämlich ein Bekenntnis zum Standort in Saint Louis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es muss damit natürlich die Frage beantwortet werden, was ist denn das für ein Auto, das in Saint Louis produziert wird? Welchen Antrieb soll das haben? Ist das ein Hybridauto oder will Ford zukünftig nur noch voll elektrische Fahrzeuge auch bauen? Auch das ist eine Möglichkeit. Aber das ist eine Frage, die kann niemand von hier, auch nicht aus der saarländischen Landesregierung entscheiden, sondern die muss Ford natürlich auf der Grundlage verlässlicher Rahmenbedingungen entscheiden. Aber eines wird sicherlich nicht gehen, meine Herren von der AfD, dass man hier vormacht, dass alles das, was an Klimaschutzvorgaben auf den Weg gebracht wird, nochmal weggewischt werden kann und deshalb die Welt an dieser Stelle auch wieder gut wird. Ich hoffe, dass das, was an Optimismus, an Freude und so wie ich das auch wahrgenommen habe, auch an Stolz im Zusammenhang mit der S-Volt-Ansiedlung im Saarland noch einmal aufgekommen ist, etwas ist, was sich fortsetzen lässt. Nicht nur, was das Ansiedlungsgeschehen angeht, sondern auch, was das Gefühl und das Selbstbewusstsein von den Saarländerinnen und Saarländern auch angeht. Und dass sie gemeinsam mit mir an das Auto der Zukunft glauben, das sinnbildlich für diese gute Zukunft auch steht. Im Übrigen, Herr Kollege Hecker, 30% der Wertschöpfung bei einem Elektrofahrzeug steckt in der Batterie. Und im Übrigen ist das Bild des Autos der Zukunft eines, was mehr ist, nur als den Antriebsstrang zu diskutieren. Wir haben noch gar nicht über das autonome Fahren gesprochen. Das Auto als digitale Plattform, was sicher sein muss, wo auch die IT und die IT-Sicherheit etwas dazu beitragen kann. Ich glaube, dass wirklich das Saarland der Ort ist, an dem man gewesen sein muss, wenn man das Auto der Zukunft bauen will. Am besten baut man es sogar noch hier. Wir haben auf jeden Fall die Angebote dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will abschließend die Bemerkungen zum Verkehrsbereich natürlich auch machen, weil das ein wichtiger Bereich ist, wenn man über Zukunft vom Land auch spricht. Und dort ist der Anteil, den wir an Investitionen in den nächsten Jahren betätigen werden, ein richtiger Bauplan, wie man die moderne Mobilität der Zukunft ausgestalten kann. Wir werden rund 200 Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren in den saarländischen ÖPNV investieren. Rund 200 Millionen Euro, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich behaupte, dass es in diesem Land noch kein so umfassendes Konzept gegeben hat, wie wir diesen ÖPNV der Zukunft gestalten werden, wie wir es derzeit vorliegen haben. Mit dem Verkehrsentwicklungsplan ÖPNV, mit der Tarifreform und ja auch mit dem, dass wir uns vorgenommen haben, die Strukturen so aufzustellen, dass sie vor allem dazu dienen, dass der ÖPNV noch nutzerfreundlicher wird und noch mehr Begeisterung auch auslösen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Verschiebung, ich sag mal, als Opposition kann ich es jetzt noch nachvollziehen, der Tarifreform. Sie war geplant zum 1.1. Corona kam uns wirklich dazwischen, um das mal zu sagen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in den letzten Monaten damit beschäftigt, dafür Sorge zu tragen, dass wir überhaupt noch Verkehrsunternehmen haben, dass wir überhaupt noch Busunternehmen haben, die mit einem neuen Tarif unterwegs sein können, weil sie nämlich mit Einbrüchen bis fast zu 90% bei den Einnahmen zu rechnen hatten und wir dafür gesorgt haben, dass alle Einnahmeverluste ausgeglichen werden durch Bund und durch Land. Insofern finde ich, es ist eine halbe Jahre Verzögerung, wenn Sie sich an der Stelle dafür gekümmert haben, dass es überhaupt funktioniert, verkraftbar. Und ich finde es auch nachvollziehbar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erster Punkt.
Und zweiter Punkt will ich sagen, selbst wenn Sie in den letzten, im letzten Dreivierteljahr nur Däumchen gedreht hätten, müssten wir die Tarifreform, den Start der Tarifreform geradezu verschieben. Denn wir mögen uns doch mal bitte vorstellen, in diesem Saal, wie das ist, wenn wir starten würden zum 1.1. oder vielleicht zum 1.4. mit dem Werben für die Tarifreform. Denn das soll es ja sein. Einem Einladen zum Busfahren. Die Kanzlerin verkündet 3 Wochen vorher, bleibt raus aus den Bussen, weil alles gefährlich. Und wir schalten Anzeigen, kommt rein, weil es ist jetzt günstiger. Um ehrlich zu sein, das ist jetzt nicht die Politik, die ich an der Stelle für sinnvoll halte. Deswegen unabhängig davon, wie weit wir mit den Vorbereitungen waren, wir wollen und wir werden es auch verschieben, ganz bewusst, weil es soll auch ein Restart des ÖPNVs sein, allerdings zu einer Zeit, wo wir wirklich auch neue Kunden und Kundinnen für den ÖPNV gewinnen können. Und das ist nicht der Januar und das ist nicht der März, sondern das ist hoffentlich die Mitte des Jahres, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu den einzelnen Themen der Ausgestaltung des ÖPNVs. Ich komme im Übrigen auch gerne wieder in den Ausschuss, um das alles noch zu erläutern. Ich will nur mit einem aufräumen, weil das eben gesagt worden ist, es gäbe keinen Sozialtarif. Das ist schlicht nicht richtig, aber das können wir gerne separat auch noch mal im Ausschuss miteinander diskutieren. Es gibt eine ganze Reihe von Tarifen. Sie sind vor allem so ausgestaltet, dass das leidige Thema der Waben keine Rolle mehr auch spielt. Die Mobilitätsimpulse hat die Kollegin Sarah Gillen hinreichend geschildert. Sie setzen an der Stelle an, wo wir ansetzen müssen, nämlich den Kommunen zu helfen. Denn sie sind wesentliche Umsetzer der neuen Mobilität in diesem Land. Auch das ist gut, auch das ist richtig. Radwegebau ist für uns ein zentrales Feld. Das bildet sich auch in den Kosten, das bildet sich auch in den Haushaltspositionen ab, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da, auch da gehen wir quasi aus dem Sattel und treten für die Kommunen in die Pedale. Alles in allem, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich finde, eine runde Sache. Es ist ein Masterplan Zukunft, der geeignet ist, auch Zuversicht begründet zu wecken bei den Saarländerinnen und Saarländer an ihr Land zu glauben und dafür zu sorgen, dass es eine gute Zukunft wird. In diesem Sinne, ich werbe um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank und Glück auf.